Schon geht's weiter mit Let's Play Mega Man 7. Ihr seht, unser Feld ist schon ganz schön leer geräumt. Und jetzt bleiben nur noch die zwei Boy, Shumiman und Dracula Man. Und Dracula Man ist der Erste, der heute dran glauben muss. Wow, seht euch diesen Creepy Man. Shade Man. Dracula mit Flügeln. Obwohl Dracula hat ja eine Flügel, der als Fledermaus auftritt. Stage. Es muss eine Stage sein außerhalb der Stadt, in einem gruseligen Horrorschloss. Oh, was kommt? Natürlich Zombies. Roboter-Zombies. Die einfach mal so aus der Erde glitschen. Erinnert mich ein kleines bisschen an, wie heißt es hier? Super Ghost und Ghouls oder so. Sind aber nicht sehr fortschrittlich, die Dinger. Wenn die schon viel zu fallen. Das Schräubchen nehme ich mal natürlich mit. Wie viel Schrauben haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Kann ich vielleicht so ein Super Dingens Teil kaufen? Okay, wenn ich noch 100 habe, dann kann ich mir so ein Teil kaufen. Die andere... Oh, das habe ich jetzt... gar nicht gesehen, dass das... Ach so, jetzt verstehe ich. Da oben kommen wir raus. Die kann man aber scheiße sehen. Ja, natürlich kommen die genau dann runter, wenn man genau davor steht. Ganz schön fies. Oh, sind die Raben... Was hat denn der gerade vorher gehabt? Ich will so nicht wissen, was der gerade vorgehabt hat. Ach, die Fledermäuse. Die kennen wir natürlich alle noch von Mega Man. Wow. Das ist gerade irgendwie etwas unvorteilhaft, wie ich das gerade mache. Das gleich kommt zum Zwischenboss. Okay. Das war dumm. Na, er springt immer dreimal. Eins, zwei, drei. Okay, das war jetzt zum Test natürlich. Eins, zwei. Nein, wieso springst du denn, du Affe? War jetzt blöd. Oh, oh. Okay, der dritte Sprung ist scheinbar höher als der Rest. Oh fuck, was war das denn? E-Tank. Scheiße, was war das denn gerade? Ganz schön fies, Kleiner. Wow! Okay, das war's. Ende im Gelände. Ganz schön fies, Kleiner. Pumpkin Man. Schrauben. Schrauben sind immer gut. Ich werde Rush irgendwann mal nochmal auf Spurensuche schicken. Und gucken, was findet. Dabei Energie, das ist cool. Was ist das denn hier? Ah, das ist ein Leben. Irgendwie kommen mir die Kerzen suspekt vor.
Hm, ich ahne es. Wenn man nämlich hier die Feuerattacke nicht hat, ist man ganz schön arscht. Aber ich habe gerade eine bessere Idee. Rush Jet. Oh, scheiße, war das knapp. Wie gesagt, wenn man jetzt kein Feuer hat, ist vielleicht der Rush Jet da eine ganz gute Idee. Was haben wir hier? Ah, ein Zombie-Fahrstuhl, die Schrauben fallen einfach mal durch. Die ganzen schönen Schrauben, das hätten sie vielleicht besser machen können. Den Fahrstuhl nicht so transparent machen sollen. Damit man die Schrauben besser rankommt, weil so ist es ein bisschen blöd, weil geht durch die Sonne, die fallen alle durch. Die ganzen schönen Schrauben. Das scheint so ein Programmierfehler zu sein. Geht's noch weiter? Nee. Da oben wäre bestimmt auch noch was gewesen. Kommt man da vielleicht irgendwie ran? Ich glaube nicht. Nee, kommt man hier ran. Damn, I was careless. I felt so stupid. I've been defeated so easily. Maybe I should give up and leave Y to you. No, we are team. Dr. Light will be glad to fix you up. Thanks. I'm glad to have a friend like you. Ja, so ganz böse scheint dieser Bass doch nicht zu sein. Und da ist schon unser Gegner. Ah, nett, dann stellst du dir vor, aber ich lasse mich mal kurz einmal sterben. Denn ich möchte ihm mit voller Magie entgegentreten. Und zwar nutzen wir die Coils, um zu schlagen. Denn die Coils sind seine Schwachstelle. Der hat eine ganz miese Attacke, denn der kann uns nämlich Energie absaugen und das ist unvorteilhaft, weil er zieht uns wieder ab, denn das kann jetzt sowieso nichts werden, deswegen mache ich ihn gleich nochmal. Oh, der kann so nervig werden, dieser Gegner. Ja, erstmal voll... Ach Mist, wollte ich jetzt nicht. Egal. Nein! Och, ja komm, friss mein... Das bringt nichts. Oh, fuck! Wisst ihr was? Ich gebe ihm jetzt die volle Ladung davon. Och. Wie soll man den denn ausweichen können? Oh, kommst du vielleicht mal runter von deinem Punkt da oben? Okay, wenn das macht, dann... Schnell weg! Ja, jetzt ist natürlich die Chance da. Ja, das ein paar Mal machen, bis er runterkommt. Und zwar jetzt. Ja, das macht ihm richtig
Schaden. Was ist das für eine Attacke? Komm, egal. Drauf. Du zapfst mich nicht an, Freundchen. Das kannst du vergessen. Oh, der ist durstig. Der will uns anzapfen. Und das hast du davon, Freundchen. Niemand zapft mich an. Denn ich bin Mega Man. The nice crash generates a powerful sound wave, doesn't it? Yes, and you can amplify the wave by absorbing reflected breath to your body. Wir haben die Sound Noise Crush. So, mit der Noise Crush geht's natürlich weiter jetzt zum unserem letzten der 8 Robots, nämlich sein richtiger Name ist Toman. Alias Shumi-Man, so wie ich ihn genannt habe. Ich kann mich erinnern, dass diese Stage ein kleines bisschen passiv war. Vor dem fliegen wir ganz schnell. Jetzt was fallen lassen, das ist mir grad egal. Super. Also irgendwie haben diese Dinger kein richtiges Prinzip. Also keine richtige Taktik. Ich weiß, dass diese vermeintlichen Löcher da unten Fallen waren. Genau die. Und das passiert natürlich bei den Scheißreifen. Oh, wie ich diese... Ja, natürlich genau das passiert, wenn man hier durchfällt. Oh, dieses Stage ist so ein Mist. Das ist, glaube ich, die schlimmste Mega Man Stage des gesamten Spiels. Ja, das kommt auch dazu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das nicht... Okay, die Ampeln. Ich benutze mal kurz die Rush Search, weil ich vermute mal, dass hier irgendwas sein wird. Nee, hier ist nichts. Da drüben vielleicht könnte es sein, dass da irgendwas ist. Erst versuchen wir mal die Ampel hier. Na, findest du was? Nee, wird wieder nichts. Das ist bloß eine Bombe. Super Rush. Das ist echt drauf. So, das X vielleicht. Komm, suchen wir auf dem X.
habe was gefunden. Es ist... Oh, eine große Schraube. Oh, danke, Rush. Wie viel ist die... Oh, 216. Wir können uns so ein W-Teil holen. Ich werde mal sowieso noch normale Energy-Tanks dazu noch dazu farmen. Und die... oh ja, das ist natürlich auch schön. Mmh. Oh, ist da... Oh, ist da... Herrlich. Scheiße! Was? Ich hab mich versaved. Mmh, das hatte ich vergessen, dass da was ist. Scheiße. Oh Gott. Boah, ist das... Boah, ist das... Oh Mann, ey, ist das scheiße hier. Oh Gott. Oh, ja. Euch kenne ich von Mega Man 2 noch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da war Nitek! Ich... Nein, ich will nicht haben. Ich will nicht haben. Oder will ich haben? Nein, ich will doch... Nein, ich will... Oh! Oh, Scheiße! Ach, jetzt bin ich... Okay, jetzt reicht's. Ich scheiß auf den Meetank. Ich scheiß auf den Meetank. Ist mir grad sowas von kackegal. Der ist mir einfach zu schwer zu erreichen. Das könnte sowas von knicken. Du warst hier mit Electro zu besiegen. Was ist denn das für ein Partner, wie ich... Was ist das ein Scheiß? Ja, tschüss. Komisches Drecksvieh. Was hast du für einen komischen Dance hier? Komm, geh weg. Oh Gott. So, einmal killen bitte. So, und ein neues Crush. Auf geht's. Haha. Zack. Zack. Aua. Autsch. Zack. Zack. Ah, so einfach geht das. Hast du mal getroffen, macht er meistens eine andere Attacke, als ich wollte. Boah, diesen blöden Wagen ist so scheiße auszuweichen. Da kriegst du echt einen Rappel manchmal. So, das wäre auch geschafft. Puh. Das war der letzte von Nacht. Jetzt kommt theoretischerweise die Wily Stage. The Scourge Wheel nudges the flaming wheel, right? Dr. Light? Yes, the wheel may also burn the things that attach it.
Okay, ich frage mich gerade, für was das jetzt die Waffe ist. Also gegen wen? Naja, lass ich bestimmt noch nachschlagen. Wow, was ist passiert? Dr. Light, what happened? Is that you, Mega Man? Buzz went berserk after I completed his repairs. Buzz ist völlig ausgerastet. He stole the parts of a few enchantments. Er hat Teile geklaut. Buzz? I can't believe it, ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht. Believe it, Mega Man. Buzz and Trouble are my creations. I knew that you would be stupid enough to trust him and allow him a chance to build up. Now Buzz and Trouble will use the enchantments meant for you and Rush. I'll make you pay, Whitey. Dafür wirst du bezahlen. Und es geht in Richtung Wily Stage. Aber zu Wily gehen wir das nächste Mal. Ich werde vorher ein bisschen rumfarmen. Und wir werfen erstmal einen kleinen Blick in den Shop, bevor wir den Part beenden. Haben wir noch eine Schraube für Auto? Das wäre ganz nice. Hey. That's my old thanks. It fits perfectly. So bekloppt. Ja. Cool. Vielen Dank, Japaner. Now I can work at full power. Look, new item just for you. I cannot make it make items using half the normal number of bolts. Select item you want made. Was haben wir hier Schönes? Wir haben so ein... This is can fully charge your energy and all of your weapons. Okay, das ist cool. This is the Rush Jet transforms. This is the Rush Jet transforms Rush into a jet. Okay, das haben wir schon. This is the Search Rush haben wir auch schon. Charge weapon with those energy. This is the Hyper Rocket Buster. Okay, es macht bestimmt so eine Instant-Kill-Attacke. Nein, danke. Davon erstmal voll. Exit from the stage. It's a can. Fully charged weapon, all of them. Erstmal natürlich E-Tanks, das ist ganz wichtig. Wait a minute. Select item you want made. Dann nehme ich, glaube ich, davon das volle Paket. Da gehen erstmal. Da gehen erstmal nur 3 Stück von. So, kann ich noch was nehmen? Ah, wisst ihr was, ich schwamme die restlichen Dinger und gehe einfach mal zurück ins Menü. So, und damit würde ich sagen, war es wieder mal für diesen Part von Mega Man 7. Im nächsten Part gehen wir Richtung Wily. Vorher werde ich aber noch ein bisschen umgucken, wo ein bisschen ein paar Items rumliegen. Oder ein bisschen Schrauben fahren. Gut, je nachdem. Gut. Tschüssikowski, Leute.